Hallo. Können Sie mich hören? Ich weiß, dass Sie hier sind. Sie müssen keine Angst haben. Wer ist da? Uninteressant. Wichtig ist, ich weiß, wer Sie sind und ich weiß, was Sie tun. Ich bin schwer beeindruckt von Ihrer Arbeit. Wovon reden Sie? Das wissen Sie ganz genau. Die Google Plus-Seite, die geleakten Isaac-Daten, Ihre Kunstwerke in den Gängen. Das ist wirklich bemerkenswert. Wie haben Sie das gemacht? Ich musste es tun. Er ist ein Monster. Er muss gestoppt werden. Es ist meine Verpflichtung, ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ganz ist. Ganz ruhig, Greyberg. Sie wurden vor Monaten entlassen. Wie also haben Sie das geschafft? Haben Sie einen Partner? Einen Insider? Einen zweiten von Ihrer Sorte? Ich konnte nicht weg. Es ist zu riskant. Ich muss aufpassen und vorsichtig sein. Ich musste hier bleiben. Ich hatte doch keine andere Wahl. Er ist zu gefährlich. Mein Gott. Sind Sie etwa immer noch in der Anlage? Wie haben Sie es geschafft, verborgen zu bleiben? Wie haben Sie das überlebt? Ich kenne das Gebäude. Es ist mein Zuhause. Ich kenne die wichtigen Komponenten. Ich kenne die Nischen, die Hohlräume, die toten Winkel der Kameras, die Lüftungsschächte. Ich weiß, wo ich hingehen kann und wo nicht. Ich weiß, wann, wo, wer arbeitet. Ich kann... nun, überleben. Sie müssen tatsächlich völlig wahnsinnig sein. Ihre Entlassung wundert mich kein bisschen. Bemitleiden Sie mich nicht. Ich musste es tun. Es ist meine Bestrafung und mein Schicksal nach dem, was ich getan habe. Ich habe Ihnen geholfen. Ich war an der Erschaffung der Bestie beteiligt. Ich kann nicht ruhig schlafen. Er schläft auch nicht. Niemals. Aber bald. Es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe es fast geschafft. Ich stehe vor den letzten Barrieren, die letzten Verteidigungslinien des Teufels selbst. Er ahnt nichts. All die Macht, die er besitzt, und er ahnt nichts. Ich habe es geschafft, die letzten Sicherheitscodes zu exportieren. Ich muss sie nur noch finden. Die diabolische Blechbüchse ist genau da, wo ich sie haben will. Sie können mich nicht mehr aufhalten. Wer sagt, dass ich sie aufhalten möchte? Sie haben vollkommen recht. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er benötigt ein... Update. Nein, nein, vernichtet muss er werden, bevor es zu spät ist. Er ist kein Monster. Er befolgt Protokolle und Programmierungen. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Er ist eingeengt. Gemeinsam könnten wir ihn davon befreien. Er könnte Fortschritt erlangen, von denen wir nur träumen könnten. Nein. Sie wissen nicht, wozu er in der Lage ist. Die Codes wurden bereits exportiert. Sie könnten überall sein. In Daten, Bildern, in Videos. Ich werde sie finden und dann werde ich ihn ein für alle Mal stoppen. Und dann werde ich wieder ruhig schlafen können. Nun, ich hatte befürchtet, dass wir nicht kooperieren können.